Guten Morgen, ihr Lieben. Habt ihr das gesehen? Das regnet seit heute Nacht. Es hört nicht mehr auf. Das Wetter ist verrückt. Richtig verrückt. Ja, man kann irgendwie nichts planen und nichts unternehmen. Ich weiß es nicht. Ja, eigentlich wollte man morgen was unternehmen. Ich weiß nicht, ob das genauso ist morgen. Keine Ahnung. Oh je. Der Lukas ist gerade nach Hause, kommt kurz nach 9. Ja, 3 Stunden sind ausgefallen und die Kinder sind jetzt wegen 1 Stunde in die Schule gefahren. Ja, und jetzt musste er halt im Regen wieder zurück. Ist ganz nass geworden. Und die Kleine wird jetzt gleich schlafen, die ist nämlich schon so kurz nach 5, seit kurz nach 5 wach. Und ich wollte aber jetzt kurz das Video starten, habe meine Haare gemacht. Boink. Lukas passt hier auf sie auf kurz. Hallo. Und jetzt lege ich sie mal hin. Ich habe mir auch schon meinen zweiten Cappuccino hier gemacht. Und werde jetzt versuchen, sie hinzulegen, damit sie ein bisschen schlafen kann. Komm hoch. Haben die Postboten bei euch auch immer so ein perfektes Timing, wenn die Kinder schlafen, zu klingeln? Der Roy hat schon wieder was bestellt für sein Auto. Irgendwie, ja, so ein Sprühzeug, keine Ahnung. Um Fliegen wegzukriegen. Und deswegen mussten sie klingeln. Und die Kleine hat gerade geschlafen und ist dann wach geworden. Was ist? Was ist da? Apfel. Wollt ihr einen Apfel? Wollen wir heute wieder Apfel machen? Ja, können wir machen. Wir sind jetzt unten in der Küche, denn Lukas hat Hunger. Es ist auch schon gleich 12 Uhr und was habe ich? Achso, ich habe hier Selinas Rezept, was sie sich gewünscht hat. Brokkoli-Blumenkohl-Auflauf. Ich war gestern noch kurz in der Apotheke drin, als wir in der Stadt waren, denn ich habe ja wieder meine Tabletten gebraucht für meine Schilddrüse und ja, heute sind die Tabletten da, ich muss sie dann später abholen und dann muss ich kurz zu Kaufland, denn ich wollte, hallo, nicht Mama wegdrücken, das tut weh. Und dann wollte ich noch kurz zu Kaufland ein bisschen Obst holen für die Kleine. Ein bisschen Erdbeeren oder sowas. Oder Himbeeren. Ja, mal gucken. Und genau. Ja, Tabletten für meine Schilddrüse. Denn ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Über- oder Unterfunktion habe. Aber ich glaube Unterfunktion. Ja, also die Werte waren zu hoch. Also Unterfunktion, ne? Ich glaube. Der Lukas hat jetzt entschieden, dass wir Nudeln nehmen anstatt Kartoffeln. Ich glaube, Selina ist das egal. Aber aufpassen. Sie stinkt? Hat sie Kacke gemacht? Kann sein. Hast du Kacke gemacht? Ja. Baby gewickelt. Wenn das, wenn der auch noch jetzt im Backofen ist, möchte ich heute noch ein Brot backen. Ich überlege nur, ob ich Toastbrot mache oder eine Backmischung. Doch, ich habe alles da. Eigentlich, ja gut, ich mache das Toastbrot. Genau. Ich weiß es nicht, ob ich euch letztes Mal noch erzählt habe, dass Backpulver dazu kommt. Oder habe ich es euch überhaupt gezeigt oder habe ich es an den Tag vergessen gehabt? Oh Gott. Ja, also das ist das Rezept von der lieben Michaela, das Toastbrot, das leckere. Jetzt könnt ihr euch einen Screenshot machen. Ich glaube, ich habe es letztes Mal vergessen. Sorry. So, der Auflauf ist drin. Ich habe übrigens eine Schmandsoße genommen und mit Käse überbacken. Und das Toastbrot ist auch drin. Der Auflauf ist fertig und Lukas hat mir gerade geholfen, oben hinter der Couch die ganzen Spielsachen wieder hochzuholen, die Mausi immer runterschmeißt, gell? Also fast sind dir die Couch gefallen, der Arme. Oh je, voller Körpereinsatz. Kommst du essen? Ich glaube, wir können auch Gürkchen dazu essen. Wir haben doch diese schlesischen Gürkchen hier. Oder die Zwiebeln. Willst du Gurken dazu? Wo ich.
Und Lukas hat noch ein Spinnennetz gegessen. Das ist komisch. Das sah gerade so lustig aus. Ich habe es bei Instagram gepostet. So, der Roy hat mir gerade geschrieben, dass er meinen Abholschein mitgenommen hat von der Apotheke. Voll lieb. Also er holt es dann. Muss ich nicht extra in die Stadt fahren, weil er fährt ja sowieso da vorbei. Aber ich laufe jetzt. Ich mache einen Spaziergang mit der Kleinen zum Kaufland. Das muss ich erstmal die Kleine hier reinmachen und dann eine Hose anziehen. So ist es einfacher. Hier ist es sicherer im Wagen. Und hier habe ich meinen Schlüssel. Also kalt ist es nicht. Es ist richtig angenehm. Und im Moment sind auch keine dunklen Wolken. Aber ich muss euch mal unseren Fluss zeigen. Oh mein Gott. Also so viel Wasser habe ich noch nie gesehen hier. Noch nie. Ach du Scheiße. Die ganzen Bäume sind da umgekippt. Oh Gott. Also so hoch war es wirklich. Ich bin gerade echt geschockt. Oh je. Hoffentlich regnet es nicht noch mehr. Es ist so voll im Laden. Ich kann hier gar nicht filmen, aber es gab noch Erdbeeren, sind sogar reduziert und so Schalen Himbeeren gab es für 2 Euro die Schale. So, ja. Lose halt. Kuckuck. Die Müde. Jetzt haben wir noch Joghurt, gell, für die Himbeeren und Erdbeeren. Das sind auch noch Süßigkeiten reduziert. Schaut mal, was Neues. Lemon Cheese. Der Roy ist mittlerweile auch schon da. So, mein kleiner Einkauf. Joghurt für die Erdbeeren. Die Himbeeren habe ich übrigens zurückgetan. Die musste man nämlich wiegen und die haben über 4 Euro gekostet. Eine ganze Mini-Schale halb vergammelt. Nee, das ist ein bisschen viel. Ja, ja. Leona-Streifen waren im Angebot, deswegen habe ich das auch mitgenommen. Ja, das kriegst du. Aber ich Und hier war auch noch was im Angebot und das italienische, oder? Ja, aus Italien. Oh. Das hast du doch vorher abgelesen. Jetzt tust du Nein! Oh. Ich habe es nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall waren die für 88 Cent im Angebot. 3 verschiedene Geschmäcker. Ich habe es mal orange. Genau, mit Frucht sogar. Ja, und ein paar Dosen. Und dann habe ich diese Teile mitgenommen. Was? Ich muss hier probieren, die Dickmanns. Ja, die Dickmanns, die haben sie mit dir benannt. Das muss die doch wegsteigen. Ich bin auch dick, aber ich wurde jetzt übrigens im Kaufland drin von einem Typen angesprochen. Ja. Der wollte mir eine Stunde Fitnessstudio. Ja, ich gebe dir auch eine Stunde Gymnastik, aber eben. Wollte ich schon fragen. Habe ich so nötig? Ja, hast du. Irgendwie komisch. Ich habe ihn ja beauftragt. Das hat mich 10 Euro gekostet. Ich habe die Anrufung gesagt, hier, bist du heute da und da? Halt die Klappe. So, wie man sehen kann, ist das Brot jetzt auch fertig, was Martha gebacken hat. Guck mal, wie das goldgelb leuchtet. Ne? Nichts weiter gemacht. Das ist wahrscheinlich das Ei. Oh. Wenn es nicht so heiß wäre, würde ich es ja streicheln die ganze Zeit. Ja. Leonie ist übrigens sehr begeistert von diesen Bibbeln da, die wir gekriegt haben zur EM. Ich hoffe, man sieht das dreckige Fenster nicht. Und Papas neue Frisur, Papa hat nämlich gekämmt. Gleich 17 Uhr. Die Kleine ist eingeschlafen, Roy ist bei ihr und ich. Ich habe hier jetzt die Küche aufgeräumt und wollte hier ein bisschen Ordnung schaffen, solange die Kleine schläft. Genau, ich wollte die Zwiebeln, die hier reingeschnitten wurden, nach dem Futterhol, die habe ich ja immer im Kühlschrank hier in der Schublade. Die hole ich jetzt raus und mache die wieder in die Schublade, weil so halten sie auch länger. Dann hole ich gleich die Melone raus. Die können wir nämlich heute essen. Die Melone. Oh, ist die schwer. Mit der linken Hand. So. Ach genau, das muss ich noch abwaschen. Da habe ich jetzt Spülmittel reingemacht, damit das weich wird. Und genau, jetzt kommen hier die Zwiebeln rein. So. Und wir haben vorhin mit meiner Schwester, mit meiner Mama beschlossen, dass wir uns alle treffen morgen und nach Stuttgart spazieren gehen.
mit den Kindern. Wir waren schon ewig nicht mehr irgendwie alle so zusammen und vor allem in Stuttgart und im Milaneo. Ja, wir waren keine Ahnung wie lange nicht mehr im Milaneo wegen Corona und deswegen freuen wir uns total drauf. Ich möchte auf jeden Fall ins Primark. Ja, wir wollen jetzt nicht groß rumshoppen, deswegen reicht einladen. Wir wollen einfach nur, dass die Kinder Spaß haben und da ist auch ein riesen Spielplatz, ein Park und Wasser und ja, deswegen wird es richtig cool und ja, ich nehme euch morgen mit. Ich habe jetzt gerade in den Schrank geguckt und es ist schon wieder so viel, was ausgemistet werden müsste. Jetzt habe ich das hier gefunden. Das will ich jetzt mal probieren mit euch zusammen. Linsenchips habe ich nie gegessen. Okay. Ist das wirklich aus Linsen? Mmh. Ist das aus Linsen? Linsenchips. Schmecken voll gut. Mmh. Schmecken voll lecker. Schmeckt gar nicht nach Linsen. So, das ist jetzt mittlerweile auch kühl. Will ich mal probieren. Oh, ist das lecker. Es erinnert mich an irgendein polnisches Getränk. Voll lecker, voll erfrischend. 5:30, ich stehe wieder in der Küche, die Kleine schläft immer noch, deswegen werde ich jetzt langsam das Abendbrot vorbereiten. Ich habe jetzt schon mal das Brot aufgeschnitten, das ist wieder auch richtig toll geworden. Und Wurstsalat dazu machen, habe ich voll Lust drauf. Ja, Gürkchen habe ich hier, Zwiebel, genau. Ich mache immer Gurkenwasser rein, dann Öl, Salz, Pfeffer. Das war's. Also nichts Kompliziertes. Manche machen auch Zucker rein. Und eigentlich Radieschen und irgendwas Frisches. Ne? Aber ich habe jetzt nichts da. Genau. Ich nehme euch morgen wieder mit, wenn wir nach Stuttgart fahren. Und danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss. Give up on my way.